Freunde, was geht ab, Alter, kürzeste Intro heute on planet, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag, wir befinden uns wahrscheinlich in dem teuersten Auto, in dem ich dieses Jahr sitzen werde, also ich moderiere heute Abend eine Show, okay, und uns wurde einfach, dieser Shuttle, wie sagt man das, Shuttle, ja, Fahrservice zur Verfügung gestellt, ja, also ich sag mal, wir haben hier Massagefunktion hinten, Freunde. Echt? So eine Nummer ist das hier. Ja, Freunde, das ist alles ein bisschen wild heute. Während ich das hier fixe, kann ich euch ganz kurz erklären, was wir heute machen. Und zwar, oh mein Gott, meint ihr, das geht mit Android leichter? Fuck, Chad, ich schlechter Streamer, oh mein Gott. Freunde, ich erzähle euch so lange, was wir hier machen. Und zwar haben wir heute Abend eine Kooperation mit Amazon Music, die Lara und ich zum Glück, ja, muss man wirklich sagen, zum Glück muss ich die nicht alleine moderieren. Freunde, das Verkehrsmittel, mit dem die Lara sich hierher bewegt, wurde mal ganz entspannt einfach auf chillige Basis heute gecancelt, Freunde. Die Frau war 4 Stunden stuck und musste warten und dann irgendwann wurde das ganze Ding komplett gecancelt, deswegen kann sie heute nicht kommen und ich muss die Show komplett alleine moderieren. Let's go. Aber ich meine, ich will mich nicht beschweren, Freunde, wir sitzen gerade in einem Auto, was mich massiert auf dem Rücksitz, also es ist halb so wild. Genau, bevor wir das aber machen, Freunde, fahren wir jetzt, ja, Miguel ist hinter der Kamera, Mike ist leider auch mit dabei. Hallo. Fahren wir jetzt, eigentlich sollte die Lara auch hier mit dabei sein, aber wie gesagt, fahren wir jetzt zum Weihnachtsmarkt und werden uns ein bisschen ein paar Glühwein reinhauen. Oh shit. Das wird sehr geil, ich freue mich sehr darauf. Ihr werdet es nicht fassen, ich habe sogar ein neues Handy für den Stream. Ja? Ich kann es nicht fassen, Chat, wir gucken nicht mehr mit dem alten Motorola rum, sondern wir haben jetzt actually ein Google Pixel. Es ist ein absoluter Traum. Finally kann ich euch sehen, ohne dass es die ganze Zeit laggt. Rare Drunk Stream. Nee, ich werde mich nicht komplett abschießen, Chat. Ich muss nachher noch eine Show moderieren, okay? Oder wirklich, also es ist ein bisschen abgehoben jetzt, aber hier die Massage ist ein bisschen zu stark. Wie mache ich die geringer? Ich kann mir ganz kurz mal hier das Tablet rausgeben. Sorry, bevor wir weitermachen, ich muss mal ganz kurz die Massage ein bisschen runterstellen hier. So, Komfort. Wadenmassage. Oh, warte. Kann man sich hier die Waden massieren lassen? Krass. Okay, Mike lässt sich gerade die Baden massieren. Ich will Mike den Schwanz massieren. Huch. Sorry, hab's nicht mitbekommen. Warum ist die Lara nicht dabei? Ja, das Ding ist halt, Freunde, gerade ist super viel Schnee und so und alles fällt aus. Das ist halt irgendwie das Ding und sie ist halt jetzt gerade stuck in München und kann halt nicht hierher kommen. Es gibt keine Möglichkeit, hierher zu kommen. Flieger fallen alle aus, Bahn alle, würde zu lange dauern und so. Das ist alles ein bisschen ungünstig, deswegen kann sie leider nicht kommen. Und eigentlich war es geplant, dass wir die Show, also dass wir den Tag heute zusammen verbringen, vor der Show. Und eigentlich war es geplant, dass wir den Tag vorher ein bisschen zusammen verbringen und die Moderation zusammen der Show machen. Aber das mache ich jetzt alleine. Ich glaube, ich habe aus Versehen gerade meinen Popel gegessen. Das ist fucking disgusting, Mann. Aus Versehen? Ja, Mann, ich glaube, das wird extrem funny. Also ich werde auf jeden Fall Georg erstmal damit konfrontieren, also Georg von Tokyo Hotel, dass ich mal ein Jahr lang seinen Grill mir ausgeborgt habe und ihn nie zurückgegeben habe, außer an dem Punkt, als ich umgezogen bin. Ja, also no joke, ich freue mich da wirklich sehr drauf, Freunde. Ich bin seit ich, I don't know, wie alt war ich da? Wann kam durch den Monsun? Wann kam Monsun raus? Ich glaube, ich war 13 oder so. Ich war ultra big Fan. Ich habe es nie in der Schule erzählt, aber ich war richtig big Fan damals. Immer zu Hause gehört, bei dem PC von meinen Eltern. Deswegen ist das umso geiler, dass wir 2004... Alter, what the fuck? Ich war da 7. Nee, ich war nicht 7 da. Ich würde sagen, ich war mindestens 11 oder so. 2007? Ja, das kommt eher hin. Mike muss auch mal die Nacht durchmachen. Nee, Mike ist ja nicht mein Cutter. Oh ja, die Cutter sollen schön mal die Nacht durchmachen, wa? Ich hab Wilbo schon gesagt, er soll jetzt hier die nächsten 3 Tage noch 6 Videos schneiden. Alle schön 20 Stunden Rohmaterial. Ja, wir machen mal fertig die Scheiße. Was ist das für ein Auto? Das ist, glaube ich, eine... Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Ist eine S-Klasse mit voller Ausstattung wahrscheinlich, oder? Ist richtig? Richtig. S-Klasse mit voller Ausstattung hier. Die wurde uns, beziehungsweise der Service hier wurde uns quasi zur Verfügung gestellt für heute. Das heißt, wir werden damit jetzt gleich zum Weihnachtsmarkt fahren, dann zur Show. Man lebt. Bro, also wirklich sehr dekadent, was wir heute machen, Freunde. Was soll ich sagen? Wir sind da. Okay, wir sind da, Freunde. Wir sind beim Weihnachtsmarkt jetzt. Also wir gehen jetzt noch nicht zur Show. Verbringen wir erstmal ein bisschen Zeit so zusammen. Also ihr und ich und Mike und Miguel. Und dann geht's zur Show. Also jetzt erstmal rein in die Masse. Alter, wir sind hier. Okay, check. Ja, der sieht sehr zu aus. Wir hoffen mal. Wir haben nicht so richtig gecheckt, ob der offen ist jetzt. Schauen wir mal. Okay, easy. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es irgendwer da. Bis später. Hier lang. Alright. Digga, einfach Autopilot mit Sprachassistent. Nein, Bro, wir haben hier so einen Fahrer bekommen. Bro, es ist so crazy dekadent einfach. Bro, real talk, ich wäre auch mit Uber gefahren. Aber die meinten halt so, ich wusste das auch nicht. Mike meinte so gestern zu mir, ja, wir haben dann so einen Typen in der S-Klasse, der fährt uns den ganzen Tag rum. Bro, what the fuck, Alter.
Da stand. Was denn? Ist der zu aus? Oh, nein, das ist. Nein, die Tür ist offen. Guck mal, das ist safe offen. Nee, also ich hab. Also ich, das war ja gestern hier und gestern sah es anders aus. Ist das nachfragen? Guten Tag. Ist es offen? Sieht nicht so aus. Nee? Er meint, es sieht nicht so aus. Okay. Yo. Was machen wir dann jetzt? Wollen wir zur S-Klasse zurück und einfach, wir können notfalls auch einfach durch Berlin fahren für 2 Stunden. Wir sagen einfach, fahr irgendwo hin. Nee, Real Talk, was machen wir jetzt? Wir sind jetzt beim Weihnachtsmarkt dazu. Das ist der Plan für den Stream, Bro. Ich will jetzt wirklich nicht die Schuld auf jemanden schieben, Mike, ja? Aber es gibt eine Person von uns, der basically den Trip geplant hat hier heute. Ich war gestern hier, da war der offen. Ja, okay, gut. Dann hab ich gegoogelt, da stand auch, dass der offen war. Also, aber Real, halt, also ist ein Montag, also ist ja nicht so, oder ist Montag? Wir haben eine Stunde 30 Zeit. Wir sind relativ nah am Dings, am Alex. Der ist da hinten, Bro. Ich habe hier legit 5 Minuten von hier gewohnt früher. Wie heißt der in Mitte? Ich komme nicht drauf. Da, wo Galerie Lafayette und so ist. Da ist so eine Kirche. Wie heißt der? Das ist der geilste eigentlich. Gendarmenmarkt. Ja, Mann. Danke, Chad. Das ist es, Gendarme. Was ist dein Favorite Food auf dem Weihnachtsmarkt? Boah, ich glaube, wie Miguel sagen würde, Crepes. oder gebrannte Mandeln sind auch sehr hart. Ich denke, geht euch auch so, oder? Und dann fahren wir zum Alex. Ja. Der ist auch offen. Welcher? Der ist genauso offen wie... Wir müssen auf die andere Seite, weil der kommt ja. Lass mal schauen. Der kommt wieder zurück, meinst du jetzt, ne? Ja, weil der kommt doch von da, oder? Lass mal, wir gehen einfach in die Mitte, Bro, dann sind wir für beide Seiten easy ready. Ey, hätten wir ein bisschen mehr Zeit, aber leider hat alles ein bisschen... Leider haben wir nicht so krass viel Zeit, aber vielleicht können wir es nochmal nachholen mit Marsha in Köln. Ich hätte unfassbar krank Bock, Chat, dass wir nochmal Schlittschuh laufen on stream. Oh, er ist da geparkt. Ich glaube auch. Okay. Also sagt gerne mal, ob ihr da Bock drauf hättet, vielleicht können wir das organisieren. Ich weiß nicht, Miguel, kannst du Schlittschuh fahren? Ja. Ja? Ah ja, okay, du kannst es nicht, oder? Das geht so Medium. Ja, Miguel mit der Kamera kriegt dann so einen Kinderbob. Kennt ihr die da? Da gibt es ja diese Pinguine. Dankeschön. Oder können wir immer für die IRL-Streams eine S-Klasse haben? Das ist ja ultra dope. Wenn du zahlst. Digga, das ist wirklich cool, Mann. Ich hätte so eine 70 bis 80 Quadratmeter. Einer von der Produktion hat mir gesagt, er wohnt am Hackischen Markt. Das ist basically da, wo wir jetzt hinfahren. Das ist so 5 Minuten vom Alex, nicht mal. Also das ist wirklich, finde ich persönlich, eine geile Gegend. Viele würden das jetzt, glaube ich, nicht so feiern, aber ich finde es geil da. Das ist Mitte in Berlin und er zahlt für eine 100 Quadratmeter Wohnung 700 Euro, Bro. Das ist ein 30 Jahre alter Mietvertrag. Digga, das ist krank, Mann. Das ist wirklich krank. 700 Euro für 100 Quadratmeter mitten in Berlin. Bro, damit ihr kurz zum Vergleich, ich habe für eine slightly größere Wohnung, aber jetzt auch nicht insane viel größere Wohnung, ein paar Meter daneben 2700 Euro gezahlt damals, als ich da gewohnt habe. Ja, also, ne? Er meinte auch, wenn die jetzt umziehen würden, die würden gerne ein Zimmer mehr haben, weil er irgendwie ein Kind hat oder so, dann würde er das Dreifache zahlen, weil jetzt der Vertrag dann erneuert wird. Bro, alte Mietverträge sind so krass broken. Das ist echt auch gerne eine größere Wohnung, aber ich würde gerne weniger zahlen. Aber so funktioniert es leider nicht. Ja, okay, gut, ja. Ich glaube, das geht basically jedem Menschen so. Ja, aber ich habe gerade so 35 Quadratmeter und ich hätte gern so 60, 70. Ja. Weißt du, so mindestens 2 Zimmer. Ja, ich glaube, mindestens wenn man, 2. Ja, ich glaube, wenn man alleine wohnt, also 2 Zimmer ist schon perfekt eigentlich. 2 Zimmer ist schon, aber ja, Bro, keine Ahnung. Ich sag immer, Mike, das Leben ist kein Wunschkonzert. Hast recht, sagt der mit der. Wie viele Quadratmeter hast du? Ich glaube 120. Ah, ja, dann. Ja, ey, das wird mir auch voll... Aber Real Talk, ich hätte auch gerne größere. Oh, hier ist das KitKat. Ja? Ja, ja. Hier? Nee, warte, irgendwo. Hier? Hier, oder? Ah ja, doch da. Doch da, ja. Life is a circus. Ja. Chet, da drüben habe ich gewohnt. Da rechts von diesem Dom. Da ist dieses Ding explodiert, wo Leroy mit dem Bohrer rangegangen ist. Bohrer trifft Aquarium. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Absoluter Hood Classic. Kann man das hier oben? Kann man das Verdeck hier oben aufmachen? Dieses hier? Ah, das hier? Okay. Wollen wir vielleicht... Okay, das ist hier... Wollen wir sonst den Rest laufen? Yo. Ich habe gerade gesagt, ich drücke extra nicht überall drauf. Und jetzt wieder auf. Wollen wir den Rest sonst laufen, weil da vorne ist es ja basically. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit auf dem Weihnachtsmarkt. Ich glaube, wir würden dann einfach von hier laufen. Alles klar. Easy. Dankeschön, bis gleich. Okay, merken wir uns das, wo wir sind. Ja, ne? Tschüss. Tschüss, bis gleich. Digga, guckt euch das an, Chat. Vielleicht, das Ding ist halt, wir haben jetzt nicht so krass viel Zeit, aber vielleicht können wir mit diesem Riesenrad da hinten fahren. Ja, eine halbe Stunde. Digga, chillig, dass der Bus gerade genau in dem Moment vorfährt.
der Hund. Brücke? Was ist an der Brücke? Also ich weiß nicht, ob ihr, also das ist nicht der Weihnachts, das ist nicht, ich sag mal, es ist nicht der Weihnachtsmarkt, wo der LKW mal vorbeigefahren ist und es ist nichts passiert. Mann, Bruder, ja. Digga, wie mache ich denn diese Notifications hier aus? Gibt es hier so einen Button, wo man das so muten kann wie bei iPhone? Ich glaube, du musst das so runterziehen. Widgets, die haben doch ihre Daten, die haben doch diese komische... Mann, Bruder, das bimmelt hier die ganze Zeit, wenn ich eine E-Mail bekomme. Scheiße. Was ist das für eine Mütze? Ich habe keine Ahnung, Bro, die ist von Marsha. Aber ich brauche da eine. Ist auch ganz gut, weil meine Haare sehen so aus und ich moderiere heute eine Show. Versteht ihr, wie ich meine? Ich glaube, ich war auf dem Weihnachtsmarkt noch nie. Tobi war hier und er meinte, es ist überarsch. Aber ich meine, das ist der Einzige, der in der Nähe war. Oh mein Gott, Mike, Alter, wirklich. Aber was heißt überarsch? Nächstes Mal nehmen wir nicht dich mit, sondern Tim. Tim hätte uns einen Baba-Weihnachtsmarkt rausgesucht. Der war Baba. Ich war gestern da, der war cool. Ja, der war zu halt, Mann. Ja, aber da stand im Internet nicht, dass er zu war. Warte, was? Show mit Tokyo Hotel? For real, die echten? Nee, Bro, die sind mit Hologramm heute da. Ja, mit den echten. Ja, das wird sehr geil. Ich spiele da auch ein kleines Konzert und so. Und da ist ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut. Und ich darf die Moderation machen. Eigentlich ist der Plan, dass ich die mit die Lara zusammen mache. Aber die Lara, ich sag mal, bei ihr wurde alles gecancelt. Wegen Schnee und so, und deswegen kann die jetzt hier nicht hierher kommen. Und jetzt muss ich die Moderation alleine machen. Pogchamp. Aber Freunde, ich bin ja nach Elton Deutschlands bester Moderator. Ich werde das hinbekommen. Ihr kennt mich, lol. Was soll schon schief gehen? Okay, dann gehen wir mal rein. Ja, das war krass low-key, aber es hat funktioniert. Vor allem, Miguel hat aus der Kamera gehen so Kopfhörer in seine Ohren rein. Das ist so obvious, dass wir gerade streamen, Bro. Ey, ich wollte eigentlich noch Handschuhe kaufen. Wenn wir einen geilen Handschuhladen sehen. Das ist ein Handschuh. Oh ja, da kaufe ich noch welche. Aber das ist auch sehr Leder. Das ist auch sehr im Sichtfeld des Security-Beauftragten. Ja, ich will auch keine Lederhandschuhe, Bro. Da muss jetzt nicht unbedingt eine Kuh für geschoben sein. Das sieht gut aus. Hallo, schönen guten Tag. Haben Sie Handschuhe? Ah ja, schön. Ja. Ich glaube, ich würde diese hier nehmen. Ja. Soll ich mir die einfach abmachen? Ja. Top. Kann ich mit Karte zahlen hier? Ja. Optimal. Probier sie doch vielleicht erst an. Vorher einmal anprobieren. Ja, ja, das stimmt. Ich habe auch kurz überlegt. Ja, die sind top. Die nehme ich. Kannst du damit was halten? Ja, ich glaube schon. Ich muss damit nur... Warte, wie nochmal, Mike? Zeig nochmal. So ungefähr. Züchtiger, oha, wie groß. Ja, so? So musst du und dann musst du halten. Okay. Und dann weitergeben. Wir reden über das Mikrofon, was ich geben muss. Darum geht's, Chad. Es geht ums Mikrofon. Ich muss nachher ein Mikrofon weitergeben. Boah, so kann ich mich dran gewöhnen. Immer einfach dein Handy rauswippen und zahlen. Können wir das machen? Du kannst den 25 Euro Gutstings hier haben. Haben Sie irgendwo einen Müll? Oh, sorry. Oh, do you have krass. Do you have a... Oioioi. Da war Englisch, Mike. Pass auf, jetzt komm ich. Warte. Excuse me, do you have a scissor? Another 5 years. Oh, yo. Du brauchst gar nicht sagen, weißt du, dein Englisch? Ey, Mike, wirklich. Hä? Mike, du sagst, Miguel, du sagst... Ah, ja, thank you. Miguel darf wirklich gar nichts sagen. Miguel sagt zu Krebs, Kreppes. Das ist nicht Englisch. Ab ja, aber trotzdem. Auf unironisch. Nichts gegen dich. can you cut off this as well, please, Kevin? Würdet ihr sagen, die kommt fresh? Have a nice day. So, und jetzt erstmal eine fette Salami fetzen, Alter. Wie ist bei dir, Mike? Wird heute bei dir noch eine Salami gefetzt? Nee. Verstehst du? Weil du schwul bist. Ich meinte den Schwanz quasi. Ist auch richtig wichtig, dass du das in jedem Stream nochmal sagst. Ich find's gut. Ach, Digga, mir fällt gerade ein, mit diesen Handschuhen ist es turbo unchillig, den Chat zu lesen. Soll ich jetzt den Chat noch halten? Warte, zieh sie an und ich geb's dir in die Hand. Okay, stark. Guck, geht das? Nein. Ich glaube, ich habe gerade jemanden gebannt mit meiner Nase, Digga. Ja, jetzt habe ich euch. Okay, jetzt können wir weitermachen. So. Glüh? Wir holen uns erstmal einen Glühwein, Freunde. First things first. Beim Weißen Engel? Ja, Mann. Ey, ich hoffe, Ton ist gut. Wir haben nicht diese Ansteck-Mikes, wir haben nur das Aufsteck-Ding. Ich hoffe, es ist fein, aber ich denke mal schon. Digga, Loki, Mike, ich würde dich mit dem Ding hier aussehen. Zusammenfahren? Ja, aber ich weiß nicht, ob wir da... Ich glaube, wir dürfen es da drauf. Das ist ja zu schwer. Ich glaube, wir sind zu dick, Bro, dafür. Ich bin nicht dick. Hab ich gerade fett genannt? Schimmer. Oder soll ich dich anlügen oder was? Miguel, willst du auch oder ist scheiße mit Dings? Ich möchte nicht. Okay. Weil du arbeitest, ne? Ja. Wie heißt denn dieses, es gibt doch diesen Glühwein, der so Feuerzangenbowle. Gibt's das hier? Das wird es wahrscheinlich gegeben, oder?
Weiß ich nicht. Kakao wäre auch krass. Hi. Hi. Kakao. Gibt es bei euch Feuerzangenbowle? Englisch wahrscheinlich. Feuerzangenbowle. Ah, ne. Ja. Da vorne. Sonst können wir auch Glühwein. Ja, gerade nehmen wir einfach Glühwein. Glühwein. Zwei, drei. Ich nehme Kakao. Zwei und ein Kakao, bitte. Ja, ja, mit Schuss. Okay. Mit Schuss? Jojo. Du musst doch gleich noch machen, nicht mit Schuss. Doch, doch. Ja, das passt. Kann das irgendjemand klippen? Wir trinken einen oder so? Ja, maximal zwei oder so. Das auch bitte. Auch bitte nochmal gerne klippen. Nee, danke. Nee, danke. Hauptsache, es knallt gewaltig. Nein, wir schießen uns hier nicht ab, Chuck. Ich muss ja nachher noch moderieren, ne? So eine Nummer wird das. Bitteschön. Können wir mit Karte zahlen? Ja. Top. Mikey. Kevin. Das war ein smarter Call von mir, am Anfang Mike mein Handy zu geben, weil jetzt muss er sich um alles kümmern. Hä? Aber... Also er zahlt von meiner Karte, ja. Ja, basically. Also aber ich muss es nicht machen. Hä? Das stresst dich? Nö, aber ich find's lustig, dass du irgendwas machen musst. Es geht, irgendwas! Es geht mehr ich hab dein ganzes scheiß Leben unter Kontrolle. Es geht mehr nicht darum, dass ich irgendwas nicht machen muss, sondern es geht mehr darum, dass du was machen musst. Und es ist zu meinem Entertainment. Du siehst gar nicht, was ich alles mache. Ja, gar nichts. Das ist das Ding, deswegen sehe ich auch nichts. Aber ich gehe wieder nachts durch für dich. Bruder, du kannst ruhig mal ein bisschen mehr Liebe in die Videos stecken, ne? Mach mal eine Nacht durch. Ja. Sag ich dir, das musst du jetzt mal verkraften. Ich sag dir jetzt was, du musst die Nacht durchmachen. Ich will aber nicht. Danke. So, Miguel, kriegst du das? Bruder, du kriegst das. Oh mein Gott, das mit den Handschuhen ist ja überdumm. Stell's hin, stell's hin. Oh mein Gott, das wird hundertprozentig runterfallen. Okay, warte, ich zieh den Handschuh aus. Wir sollen langsam trinken, es ist sehr heiß. Stößchen. 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 Mädelsabend auf Weihnachtsmarkt. Ja. Wollen wir uns hier irgendwo hinstellen oder so? Mhm. An so einem Tisch? Ja. Das da hinten an diese Wand. Ja. Hier? Mädelsabend, ja, ja. Hier? Ja, hier. Nur nicht das Kind füllen halt. Das hier so in die Ecke. Easy. Wer kauft auch diese Handschuhe ohne Finger? Ja, das war irgendwie nicht so der Überplay, ne? Aber das waren die einzigen, die er hatte, glaube ich. Ich glaube, der hatte sonst keiner. Der hatte ganz viele da hängen. Nein, die ersten genommen, die du gesehen hast. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Und das auch noch ein Laden. Morgen kommt GTA 6 Trailer. Yes. Oh, ja, die Jacke ist von Stussy, Bro. Die Show ist um 18 Uhr. Ja, genau. Wir haben nicht so super, super viel Zeit. Ich glaube, um 18 Uhr geht der Countdown live. Um 18.30 Uhr geht die richtige Show los. Und wir sollten so 18 Uhr da sein, also wir werden uns jetzt hier ein bisschen vergnügen. Ich weiß nicht, das Ding ist, Chad, wir haben vor Ort, da wo wir jetzt hinfahren zu der Show, ist auch ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut. Da gibt es auch eigentlich alles. Ich weiß nicht genau, was können wir hier machen, was wir da nicht machen können. Riesenrad fahren. Wir könnten noch, boah, sollen wir Riesenrad fahren, Chad? Das müssen wir halt. Ich glaube, Retard, das wäre cool. Jetzt machen. Kommt das Konzert auch hier im Stream? Nee, Bro, wir hosten auf Amazon Music rüber, auf amazonmusic.de. Und da findet dann alles statt. Ist heute auch ein bisschen kürzerer Stream, kuscheliger Stream, hier vor allen Dingen. Ja, das passt mir ganz gut, weil ich wollte heute eh ein bisschen kürzer machen, einen kleinen Off-Day. Ich werde heute Abend noch Tamino besuchen und Robin und Christian und so. Und Patrick, meine Berlin-Homies, auf Cozy, you know. Er wird smoken. Nein, nein, nein. So Sachen mache ich nicht. So Sachen mache ich nicht. Damit, mit dem Zeug kannst du mich jagen. Oh, Grünkohl. Ich Bock auf das zu essen, ne? Grünkohl ist mega räudig. Aber vielleicht sollten wir noch mal was Richtiges essen. Aber wir haben da vor Ort ja auch. Es gibt da Bockwurst und so. Und es gibt da auch Catering. Ja, okay. Aber ich würde lieber das Weihnachtsmarktessen essen, oder? Ach. Und Waffeln. Darf Mike mit? Ich habe ihn eingeladen. Er kann gerne mitkommen. Miguel, du bist auch bis morgen hier, ne? Ja. Dann kannst du eigentlich auch mit. Du musst eigentlich mitkommen. Okay. Real Talk. Aber es ist auch noch Aftershow vor Ort. Aber wie du Bock hast, können wir nachher nochmal labern. Alter, du hast Edeltalk-Merch. Ich hab schon Foto mit dir. Ja, das machen wir. Ja, let's go. Oh, sorry. Ja, wir sind alles gut, ist kein Problem. Machst du oder ich? Mike macht. Guck mal, da haben wir wieder den Moment. Jetzt musst du wieder was machen, das ist witzig. Achso, ich kann jetzt nicht Peace zeigen. Ich mach mal so. Mach es, löst nicht aus, jetzt löst es aus. Okay, easy. Danke. Ciao. Findest du es so geil, anderen Leuten eine Aufgabe zu geben? Ja, schon. Nee. So viel mit Bilbo? Nein, ich find's nicht geil, dass andere Leute was für mich machen müssen. Ich find's einfach geil, dass du was machen musst. Es ist auch witzig, wenn du was für andere Leute machen musst. Hauptsache, du musst irgendwas machen. Checkst du? Ist mir scheißegal für wen. Hauptsache du, Digga.
Das ist genauso wie wenn man mit Wieland unterwegs ist, weißt du, ich meine? Es ist einfach witzig, wenn Wieland irgendwas... Hast du denselben Status wie Wieland? Ja, schon, ja. Aber ich mag beide, ich mag Wieland auch sehr gerne. Ich würde auch sagen, ich mag dich sehr gerne, Mike. Ich würde fast sagen, wir sind Freunde. So weit würde ich fast gehen. Weiß ich nicht. Oh Mann, ey. Hey, du hast extra für meinen Geburtstag deinen Stream ausfallen lassen. So. Wollte nur sagen, was machen wir, wenn wir auf Toilette müssen? Ja, piss einfach hier hin, wa? Bist chillig mit Foto und so. Manche sieht man dann immer richtig an, dass die voll gepisst sind wegen sowas. Bin ich normalerweise auch. Mich fucken Fotos richtig krass ab. Das macht's nur on-stream, damit ihr denkt, ich bin der humble Streamer. Auch wenn, sage ich immer, verpisst euch. Nee, Real Talk, manchmal sage ich das wirklich. Aber es gab jetzt als wir im Phantasialand waren, da waren wir mit, ja, keine Ahnung, ich will es nicht unbedingt im Stream erzählen, aber wir waren mit einer Person da. Das war der Grund, warum wir da waren. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist eher so ein Private-Ding. Und da habe ich halt gesagt, ja, es geht halt hier heute nicht um mich, sondern eher um die Person, mit der wir da waren. Ja, mit Merkel, genau, wir waren mit Merkel da. Und da habe ich halt so gesagt, so, ja, you know. Ja, Merkel und Obama, wir waren im Phantasialand, Merkel und Obama. Vermutlich Make-A-Wish, oder? Ja, genau, sowas war das. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, Freunde, das war aber ein sehr cooler Tag. Und da habe ich halt so gesagt, ja, ey, es geht heute nicht um mich, sondern wir sind heute hier, um, ne, mit denen Zeit zu verbringen, so. Und da habe ich dann so gesagt, ja, ey, ist gerade ungünstig und so. Und ihr checkt aber ansonsten immer easy. War mit mir hoffentlich nie, Digga. Beim letzten Foto hat er mich zusammengeschlagen und angesprochen. Make a wish mit Merkel. Mann, Digga, das war nicht mit Merkel, Digga, das war ein Joke. Chill mal jetzt. Digga. Merkels größter Wunsch war, mal einen Tag mit mir zu verbringen im Phantasialand. Da habe ich mich natürlich Merkel a wish. Oh mein Gott, ey. Ja, aber Merkel hat auch zu mir gesagt, dass sie sich auch sehr freut, dass ich dabei bin. Ja. Merkel hat sich sehr doll auch über mich gefreut. Also, ich wollte es nur sagen. Damit ihr das kurz checkt, also wir waren da mit einem Jungen, der. Ich wollte das eigentlich gar nicht erzählen, das Stream, aber. Ne, der so über Make a Wish haben wir so eine Anfrage bekommen. Und der hat sich unfassbar krank darüber gefreut, dass Mike auch dabei ist. Und Tobi. Der meinte so, ey, Mike. Und Dominik natürlich auch. Dominik war auch mit dabei. Aber Bro, ich habe wirklich das Gefühl, er hat sich fast über Mike mehr gefreut als über Dominik, Bro. Das war crazy. Digga, alle dabei, auch selbst Mike. Digga, das war sehr süß. War ein guter Tag, Mann. Und jetzt die Krönung war, wir waren so, der Tag war so dreiviertel um und wir haben halt immer so ein bisschen gelabert über so. Über seinen ne, gesundheitlichen Zustand, obvious, ist natürlich auch Thema gewesen. Aber wir haben halt auch darüber gesprochen, was sonst so abgeht. Ding, und er hat sogar Robin angesprochen, also dieser Robin im Chat, der so, ja, unter anderem für mich oder für uns da immer so irgendwelche Overlays bastelt oder so. Er meinte so, ja, diesen Robin, ne? Ja, hast du den eigentlich mal getroffen und so? Bruder, what the fuck, er kannte alles. Ja, Robin. Sorry. Mein Robin natürlich. Würde mich aber auch mehr über Mike, die geile Drecksau, freuen als dich. Okay. Macht ihr bei Motorgames? Ja, das hat gerade jemand geschrieben. Macht ihr beim Motorsport-Event auch Fotos? Ich kann es ja nicht versprechen, dass ich mit jedem von euch Fotos mache, Bro. Weil da sind halt echt viele Leute. Aber ich versuche immer mal wieder, wenn es geht, Bro. Right? Bro, du musst dir vorstellen, er könnte sich alles wünschen, aber hat dich gewählt. Natürlich kennt er alles. Ja, das stimmt. War der jünger? Der war 15. Er war 17 und sein Bruder war 15. Die waren richtig cool, das war ein übelst geiler Tag. Vor allen Dingen, wir hatten so, das habe ich euch ja schon erzählt, das einzige Problematische daran war, wir haben den Tag davor übelst krank gesoffen. Dann wurde die Kamera und Handy gerippt und ich habe dann irgendwie so 5 Stunden geschlafen. Und dann, der Twist war aber, wir haben von Phantasialand, ne, ihr kennt die Story, unfassbar viele Free Passes bekommen und sind dann 5-mal Taron gefahren. Das ist so die krasseste Bahn da, hintereinander ohne anzustehen. Digga, mir war so übel, Digga. Das war richtig anstrengend. Ich hätte nicht gedacht, dass der Tag so anstrengend wird. Ich dachte halt, es ist, weiß ich nicht, ich dachte, es ist mehr Entspannung. Es sind 0 Grad Celsius und du hast die Jacke offen, krank. Bruder, ich habe diesen doppelten Hoodie von 6pm an. Real Talk, ich könnte nur mit dem Hoodie hier stehen, das wäre ausreichend. Kuss und danke auch an die ich nicht vorgelesen habe. Und auch liebe Grüße an die Leute, die hier gerade im Crackspy, auf dem Crackspy-YouTube-Channel das hier gucken. Wahrscheinlich steht sowas im Titel wie Kevin erzählt heftige Story auf dem Weihnachtsmarkt. Bro, die Tracks bei dir sind immer Turbo drüber einfach. Ich hab zum Beispiel mit Basti einfach gelabert, ganz normal. Und dann das Video hieß dann so, Kevins Talk mit Basti über 4-7 vs. Wild oder so. Und wenn man den Titel sieht, dann denkt man so, okay, das ist der Talk, den wir geführt haben, bevor wir da hingeflogen sind. Aber es ist einfach nur
ein ganz normaler Talk, der nichts mit Seven vs. Wild zu tun hat, 5 Minuten bevor ich die Reaction gemacht habe. Digga, dieser Hund, wirklich. Hey. Ach, Bruder. Okay, warte. Was haben wir hier? Es ist 16 Uhr, 16 nach 5, Digga, hier, easy. Okay, danke. Ja, klar. Ihr verdammten Wichser, wirklich. Ist das scheiße. Ja, safe, genau. Du musst noch be real, Digga. Soll ich von mir machen und dann von euch? Ja, okay. Soll ich von euch machen, damit ich... Ja, mach mal von uns Foto. Ja. Ja, ja, komm ran. Ja, okay, komm. Nee, das ist jetzt ein Foto, Kevin. Und dann? Wir wollen ein Foto mit dir. Dankeschön, ich hoffe, das passt. Danke. Viel Erfolg noch, ne? Ciao, schönen Stream noch. Jo, danke. Habt ihr gehört? Okay, Chat, wir fahren jetzt Riesenrad. Wir müssen kurz diese Dinger wegbringen, die bringen Geld. Ja. Du bist noch nicht so richtig los, aber jetzt ist Millionär. Boah. Boah, ich weiß nicht, ob das eine smarte Idee war, das Ding wegzuexen. Boah, holy moly. Guck mal, jetzt ist wieder der lustige Part. Mike muss wieder was machen. Guck mal, Mike muss jetzt wieder die Interaktion. Ich liebe das. Mike irgendwas machen zu sehen ist awesome. Du könntest ja mal im Brot chillen den ganzen Tag, dann siehst du mich Sachen machen. Nee, das ist ja das Ding, da sehe ich dich nichts machen. Ja, bitte nur dazu. Dankeschön. Ja, bitte. Ich steck das ein für Kevin. Nein, hallo. Nein, ich steck das ein für dich. Ich hab auch dein Handy. Das sehe ich nie wieder. Ich hab doch auch dein Handy. Wie viel war das? 10 Euro? Das waren 5. Bruder, die sehe ich nie wieder. Real Talk. 5 Euro, hä? Die sehe ich nie wieder. 5 Euro gebe ich dir wieder. Alles gut. Die sind so fast, die sind sowas von gone. Das war Trinkgeld. Ich glaube, wir müssen in eine andere Richtung. Ich weiß nicht, warum ich hier lang laufe. Also, das Riesenrad ist da. Okay. Ja, wir werden mal irgendwann den Ich kontrolliere mein Management oder Ich kontrolliere, ob mein Management gute Arbeit macht, Stream machen. Und dann sind wir nicht einfach einen Tag lang nur im Büro und gucken einfach zu, was Tim, Mike, Lena, was die einfach machen. Yo. Einfach hier dazu. Kevin, was? Was machst du in Berlin? Wir haben hier eine Show und halt Weihnachtsmarkt. Was? Ja. Kann ich bitte mitmachen? Ja, safe. Was? Ein, oder? Geil, hä? Easy, Bruder. Viel Spaß euch noch. Bro, ciao. Ciao, ciao. Ey, mach's gut mal. Ciao, ciao. Ciao. Bruder, die Verabschiedung muss ich noch ein bisschen üben, Mann. Das war ein bisschen random. Ey, wäre ja auch stark, wenn ich mal einfach so einen ganzen Stream, immer wenn jemand kommt, einfach sagt, klar können wir ein Foto machen. Und wenn wir dann ein Foto gemacht haben, sag ich einfach, so, jetzt könntest du dich auch eigentlich verpissen. Jetzt könntest du eigentlich auch einfach mal gehen jetzt. Wann wir verklagt werden, wenn du Leute beleidigst? Nee, gar nicht. Das passt schon. Ist alles, das sagt alles die Kunstfigur Papa Platte. Ich würde schon sagen, ich bin ein Künstler. Boah, was für ein Art. Ja, das Riesenrad machen, let's go. Da können wir die schöne Stadt Berlin von oben sehen. Juhu. Boah, der Alex ist so unfassbar. Obwohl, actually, es ist eigentlich ganz schön hier. Jetzt so mit Beleuchtung und so schon süß. Natürlich, Digga, 7 Euro pro Kopf. Wir zahlen einfach 21 Euro, Digga, dafür. Ey, danke für die Einladung, Bro. Warte mal. Warte mal ganz kurz. Ich zahle eine Karte. Das ist mein Handy, Bro. Ah, ja, warst du schon mal auf dem Dresdner Striezelmarkt? Ja, Mann. Übelst geil. Dresden, einer der besten Weihnachtsmärkte. Ich wollte eigentlich dieses Jahr mit meiner Mom und mit Marsha auf mehrere Weihnachtsmärkte fahren und die testen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen zu stressig. Aber eigentlich die große Weihnachtsmarkt-Testfolge, Testwoche, wo wir jeden Tag eine andere Stadt mit Weihnachtsmärkten testen, wäre überkrank. Lübeck besser. Boah, ich glaube, Lübeck hat safe auch einen richtig geilen. Wahrscheinlich so in der Altstadt und so. Lübeck war eigentlich auch echt schön. Bloß nicht Hannover. Ach du Scheiße. Hoffentlich stürzen wir ab. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Schau, wo sind jetzt so 20 Minuten stuck hier drin. For real, auch wenn kein Schwanz da ist, ist Rostock krass. Ich muss wirklich sagen, Weihnachtsmärkte im Osten bis jetzt, raus, die ich gesehen habe, sehr schön. Was raus? Rausgucken, ist schön. Ja. Okay, Vati. Okay, ich guck raus. Boah, ich fühle mich wirklich oft wie so ein Vater. Weil ich dann auch, also gestern war ich zum Beispiel auf Weihnachtsmarkt mit einem Kumpel. Und ich habe dann so, wir müssen jetzt los, wir müssen da und da hin. Wir müssen also, das du meinst, und das auch, wenn du privat unterwegs ja, bist? Ja, das ist viel stressig. Ich würde eher sagen, du kommst eher rüber wie ein Opfer. Ich will dir raus. Ich finde, du kommst eher rüber wie so das, der dritte Bruder, der so geboren wurde, der letzte, der jüngste, den so keiner so richtig beachtet. Nein, Spaß. Nee, du bist schon so ein Vaterfigur mäßig. Ich meine, das ist ein bisschen wie bei Lena auch. Lena hat auch so ein bisschen so Mom-Vibes. Ja, die Frau hat mir das eingeschweißt. Also, meine, mich rein. Ihr müsst halt auch immer auf uns aufpassen, weil wir Influencer sind, die sonst draufgehen. Wirklich? Du würdest manchmal low-key draufgehen. Bro, das ist so cat, dass das alle sagen. Ich bin so krass lebensfähig alleine. Du hast mir klar, sag mir eine Situation.
okay, Skiurlaub, aber falsches Beispiel. Aber du hättest auch sterben können. Warum? Weiß ich nicht. Aber wenn du beim Backflip zu krass probiert hättest. Bro, ich war, 20 Jahre vor euch auch schon im Winterurlaub. Okay, sorry, ich war auch vor 20 Jahren im Winterurlaub. Ist jetzt hier ein Winterurlaub. Nee, ich war 20 Jahre jedes Jahr im Winterurlaub. Ich auch, hä? Okay, sorry, warum gibst du denn jetzt so an? Ja. Sorry, Bro, mein Gott. Entschuldigung. Chillig, dass wir mit dir chillen dürfen, Digga. Da ist der Big Ben. Oh, Mann. Kracher. Ich wollte ablenken. Boah, aber ich find's schon sehr geil, Mann, hier. Guck, wir hätten auch da drüben hingehen können. Was? Da drüben ist auch ein Weihnachtsmarkt. Ja, da wollte ich nicht mit dir hin. Mann, ich habe wieder so Bock, nach Berlin zu ziehen. Wenn ich, also wirklich, also beim letzten Mal, wo ich in Berlin war, dachte ich so, Berlin ist gar nicht so geil, wie ich dachte. Aber jetzt, wo hier Schnee liegt, Bro. Ich hab gestern so ein TikTok. Schnee ist schön. Ich hab gestern so ein TikTok gesehen. Es gibt doch dieses. Es war Sommer und Berlin war der schönste Ort auf der Welt. Die da so spricht. Ja, genau. Ja, die hat und, dann, das, ja. Und dann machen so Leute immer so ihre so Videos dazu von ihren besten Highlights im Sommer. Und einer hat so einen Sound gemacht, das war so, es war Winter und Berlin war der schrecklichste Ort auf der Welt. Und dann hat er so übelst hässliche Sachen gezeigt, Digga. Ich fühle mich so low-key wie so eine Speed-Dating-Situation gerade, weil ich ja noch nie so ja gegenüber saß. Und, also, was machst du so? Was sind deine Hobbys, Mann? Also, ich gehe gerne skaten mit meinen Freunden. Okay. Ja. Meine Hobbys sind ins Kino gehen, mit meinen Freunden chillen. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Inception. Oh, Inception. Ja, dann schön mit die Träume und so. Ah, ja. Den habe ich nicht verstanden. Kannst du mir kurz erklären? Ich habe den auch nicht verstanden. Aber wir können ihn ja nochmal zusammen gucken, bei mir heute Abend. Oh, bei dir? Ja. Aber die Zeit ist jetzt leider rum, ich muss weiter zunächst, aber du bist sehr sympathisch. Ich auch, hab mich sehr gefreut. Wir können in Kontakt bleiben. Ja. Ciao, ciao. Bro, machen Leute auf Ernst, das Speed-Dating, ist das ein Ding? Weil es ja aussieht. Das ist schon tough. Bro, ich hab's schon mehrmals gesagt, aber auf diesen Eislaufbahnen gibt's immer diese zwei Achsen. Die ist ein Stück zu sehr. Guck mal, da ist der eine. Da ist der eine. Bruder, er fährt rückwärts. So, Bro, chill mal. Da sind so Familien, die fahren zum ersten Mal. Es gibt keinen Grund, um rückwärts zu fahren. Es gibt immer diese zwei Atzen, die so ein Stück zu ham gehen. Wo du so denkst, Digga, es ist mega unnötig gerade. Du hast hier gerade einen Glühwein mit Amaretto-Schuss reingefahren. Das sind keine Drogen. Das ist auch eine Droge. Das sind Grundnahrungsmittel. Wir sind in Deutschland. Das hat mir Tobi auch letztens gesagt, dass er denkt, Glühwein zu Weihnachten ist ein Grundnahrungsmittel. Finde ich, sollten wir einführen. Darf man Glühwein ab 16 schon holen? Ich glaube schon. Ja, ne? Ja, ich glaube nicht auch. Mit Schuss. Ja, nicht mit Schuss, obvious. Aber ich glaube einfach so dürfte man schon. Wir müssten langsam raus. Ich wollte nur Bescheid sagen. Ja, Bruno, also, ich weiß nicht genau, wie du das dir vorgestellt hast. Es ist kinda schwierig, hier jetzt einfach rauszugehen. Ich wollte nur kurz gesagt. Also, wir können gerne hier mal kurz die Tür aufmachen und dann einfach gehen. Ey, warum machst du aus allem immer so eine Extreme? Bro, weil ich ein Streamer bin. Ja, ich wollte nur sagen, ne? Ich kurz selber reflektieren. Ich versuch, über uns selber nachdenken. Ich farm die Omega. Was? Meine Hose ist nicht offen. Ich farm die Omegalos. Ich bin Professional Emote Farmer. Meint ihr, Jan Schlappen würde an dieser Leiter eine oder zwei Runden überleben, wenn er da hängen würde? Könnte man das schaffen? Könnte man in der Mitte des Riesenrads das überleben, eine Runde zu machen, ohne runterzufallen? Würde der auch machen. Ich meine, guck mal, das Problem ist, irgendwann ist es halt kopfüber. Ich glaube, Jan Schlappen würde for real wahrscheinlich sogar auf so einer, guck mal, auf so einer Hütte hier, wo wir gerade drin sind, an so einer Stange festhalten, würde der machen. Sag ich. Ich habe vor lange nicht mehr so ein Adrenalin-Ding gemacht. Checkst du? Der macht das mit einer Hand. Es ist nicht kopfüber. Gravity existiert, Bruder. Hä? Ja, Bro, aber guck mal, das ist doch so, dann hängt er hier zum Beispiel dran und dann geht es so und dann ist er so. Oder andersrum, er ist schon oben drauf. Und dann geht es so, checkst du? Ich glaube, ich kann raus. Also irgendwann, at some point, ist ja kopfüber. Also ich meine mit kopfüber, irgendwann hängt der. Da raus. Ah, jo, danke. Nein, hey, checkt ihr das nicht? Guck mal, das Ding fährt ja so, right? So. Und angenommen, er ist jetzt auf der Leiter drauf. Ich meine nicht auf dieser Hütte. Ich meine nicht auf einer von diesen Hütten. Sondern was ich meine, ist an einer so einer Leiter da. Seht ihr diese Leitern da? Da oben an so einer Leiter drauf wäre. Dann wäre er doch irgendwann, wenn er jetzt nicht so hier hängt, irgendwann wäre es andersrum. Und entweder am Anfang oder am Ende müsste er hängen. Und ich weiß nicht, ob man das schaffen würde. Ich sag Real Talk, man schafft das nicht. Alright, Freunde, das war wirklich, glaube ich, der schnellste Weihnachtsmarktbesuch auf Planet. Wir gehen jetzt zur Show. Frankie, yo. Jo, klar. Alter, du hast ultra lange Nägel. Ist das nicht voll stressig? Es geht. Man gewöhnt sich dran, ne? Okay. Kann ich auch mit Freunden? Boah. Jo.
Ich grüße Hayley, Lea. Also warte, sag nochmal. Ich grüße Hayley, Lea und Ghost. Oh mein Gott, das ist so ultra unchillig mit der Bahn im Hintergrund. Ich hoffe, man hat verstanden. Ciao, ciao. Ich glaube, man hat absolut nichts verstanden von dem, was sie gesagt hat. Bro, ich habe heute mit mehr Girls Bilder gemacht als mit Typen. 100%. Ich glaube, ich habe allgemein heute sehr wenig Interaktion gehabt. Ich glaube, 3 davon waren Girls oder so. Ich sag euch, der wegen dem Podcast, Bro. Der Podcast bringt uns mehr Mädels rein. Bei Dick und Doof waren so viele Girls beim Podcast. Ich glaube... Ja, okay, aber Luca hat halt auch nur eine Girl-Fanbase. Also unfassbar lustig. Sorry. Nur. Als wäre das so schlechter. Die Scheiße ziehen sich nur Weiber rein. Dominik hat so dieses Amar-Ding, hat er so gemimt, dieses mit dem Cutter. Und Leute auf Twitter haben geglaubt, dass das so echt sei. Und haten ihn so ein bisschen jetzt. Und dann habe ich so geschrieben, dass ich einen neuen Podcast-Partner suche. Und dann habe ich überlegt, mit wem würde ich einen Podcast machen, wenn Dominik nicht wäre? Wahrscheinlich Basti, oder? Aber Basti zeigt sich halt nicht. Eigentlich mit mir. Nee, auf gar keinen Fall, du wärst die allerletzte Person. Vorher würde ich es alleine machen. Vorher würde ich alleine einen Podcast machen, sondern ich würde ihn nennen Papa Plattes Corner. Kevins Corner. Oder Kevins coole Corner KKK. Ich finde, das ist ein ziemlich sicker Name. Fahrer wartet, Leute. Hey Leute, was geht ab, Mann? Ja, ich bin Streamer, wir gehen jetzt in unsere S-Klasse mit unserem eigenen Fahrer, den wir haben für den Tag. Mann, Chat, das war ein Joke, ihr fucking Idiot. Ich habe gerade bei WhatsApp die Info bekommen, dass wir zum Hintereingang fahren jetzt. Lass lieber Mike die Jokes machen. Okay, mach ich. Nee. Ey, no joke, aber wenn ich einen Podcast alleine hätte, Andy's Corner. Nee, aber stell dir vor, ich hätte einen Podcast alleine und der würde heißen Andy Bar. Und jetzt du trinkst halt die ganze Zeit. Der dann. Twist ist, wir sind an der Bar. Ja, checkst du? Dachte ich mir. Andy Bar gibt's schon. Nah, no way. Bro, wirklich, also wenn du eine Bar hast und die heißt so unsichtbar oder so. Oh, ey, no joke, mach den Laden einfach zu, Mann. Also dann lass es einfach. Chat, irgendwie haben wir nur 2 Router gerade von 4. I don't know. Aber wir sind wieder da, glaube ich. Soll ich halten und restarten oder so? Nee, alles gut. Was wollte ich sagen? Achso, ich bin irgendwie nicht... Vielleicht ist hier einfach auf Funkloch oder so, keine Ahnung. Hier sind gerade echt viele Leute auch. Ich habe jetzt auch die Info bekommen, wo der Backstage-Eingang ist. Ich kann nicht gleich lotsen, theoretisch. Falls du es nicht schon weißt. Ist das eine Live-Show, wo ihr hinfahrt? Ja. Yes, sir. Ich moderiere jetzt gleich eine Show, Freunde, eine Weihnachtsshow. Zusammen mit Amazon Music und Tokyo Hotel. Ich glaube, es wird sehr witzig. Bin sehr gespannt. Die Jungs haben da auch noch ein kleines Konzert, wo die paar Songs spielen. Da ist so ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut, wo ich mir gleich erstmal so eine unfassbar kranke Waffel reinhauen werde. Ich glaube, es wird ganz süß. Ich freue mich. Bin sehr, 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 sehr großer Fan als Kind gewesen. Und Georg, der Bassist, wenn ich richtig bin, von Tokyo Hotel, ist ein absoluter Atze. Der hätte mich gefragt, ob ich Bock darauf hätte. Und ja, fand ich sehr cool. Achso, Bro, Chat, nicht Rassist. Bruder, er ist Bassist. Oh mein Gott, Junge. Der Rassist, Bro, als ob ich das so sagen würde. Nein, er spielt Bass. Meine Güte. Und ihr werdet mindestens heute einmal die Grillstory hören, Chat, von mir oder von ihm. Ja, mindestens einmal wird die Grillstory heute kommen. Was soll ich sagen? Hä, warst nur du derjenige, von dem sich Gustav einen Grill ausgeliehen hat? Ach, Malcolm. Ja. Echt? Ja, ich bin der Typ, ja. Ah, krass. Okay. Ja, doch, ich bin der Typ. Und wie ist das dann so abgelaufen? Naja, ich hatte halt den Grill dann, ne? Okay, und dann? Hast du aber zurückgegeben, wieder nach kurzer Zeit, oder? Nee, das war ja der Twist. Ach so. Ja, ich hatte den Grill dann für ein Jahr? Mhm. Aber braucht er den nicht oder so? Weiß ich nicht, anscheinend nicht. Krass. Ey, du Arsch, sag doch auf WhatsApp Bescheid, dass du live bist. Sorry, my bad, smile. Diese WhatsApp-Gruppe ist so unnötig. Nein, die ist übelst geil. Ich sag sonst immer Bescheid. Tokyo Hotel wird nicht bis zu ihr spielen, Chad. What the fuck? I'm falling for you. After all. Jetzt den Hoodie auf, ich hab durch die Nacht. AirPods in meinen Arsch und ich saug. Was? AirPods in meinem Arsch und ich saug? Ja, du nicht? Ich hatte den Text anders in Erinnerung. Bro, ich komme rein, was ist das für ein Talk? Herzlich willkommen. Was geht ab, Chef? Mit Dominik und Kevin. Freunde, wisst ihr, was passiert ist? Ich wurde gestern angeschrieben von Mark Forster. Er hat mich gestern angeschrieben und er meinte, yo, ich hab gehört, du laberst Scheiß über mich im Internet. War so oft lustig. So mäßig, dann meinte ich so, ja, wann klären wir das? Und dann hat er so gesagt, wann klären wir das? Und dann meinte ich so, Boxkampf. Erstens wäre krank, aber nee, jetzt mal Real Talk.
Wir werden wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich eine Mark Forster Podcast-Folge geben, Bro. Ich glaube, das wird funny. Ich glaube, das wird sehr geil. No joke, ich glaube, das wird wirklich eine richtig dope Folge. Ja, vielleicht können wir dann Toni einladen, also Reefed. Die ist ja Riesenfan. Vielleicht können wir dann so sagen, du Marc, bevor wir anfangen mit dem Podcast, hier ist dein größter Fan, Reef TV. Und dann kommt Toni rein und sagt so, yo, 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 was geht ab? Chad, ich sag ehrlich, dieses WoW-Wochenende hat absolut keinen Sinn gemacht, ne? Real Talk. Ich hab super wenig WoW gespielt, absolut. Oder? Doch, ich hab die ganze Zeit WoW, also bis auf den letzten Tag Ende, habe ich die ganze Zeit WoW gespielt. Aber ich, Junge, ich war so am Arsch einfach. Ich hab so vor mich hin vegetiert danach, so 3 Stunden. Ich bin so einfach, ich hab einfach manchmal nur so rumgestanden. Ich habe es nicht mehr mental geschafft, meiner Freundin zu schreiben, weil ich so 4 Tage lang durchgelabert habe. Ich habe einfach wirklich, ich hab Marsha gesagt, hi, was geht? Ich habe absolut keinen Bock, gerade hier zu schreiben. Ich hoffe, es ist okay. Ihr habt meins auf Netz. So. Ich antworte irgendwann später. Ich krieg's gerade wirklich nicht gebacken. Und dann habe ich wirklich, ich habe einfach nur InScope-Videos geguckt, mir ein Ei gebraten, mir so vegane Chicken Nuggets gebraten und Brot gegessen. Und ich habe 4 Scheiben Brot gegessen. Und bei der letzten Brotscheibe, als ich die 2/3 aufgegessen hatte, Digga, sehe ich, dass da verschimmelt, dass das so Schimmel dran hat. Und ich denke mir so, Junge, ey. Ich glaube, da rechts ist das. Absolut unschillig, Mann, wirklich. Wie heißt die Show und wo kann man sie gucken? Amazonmusic.de, wir hosten euch aber auch gleich rüber. Ich glaube, in 10 Minuten, Chat, und in einer halben, oder in 15 Minuten und in einer halben Stunde geht's los von hier. Aber vorher gehe ich erstmal richtig fett auf Toilette. Wir fahren noch weiter kurz. Achso. Dankeschön. Danke. Super, liebe Dankeschön. Bitte. Dann bis später wahrscheinlich. Bis dann. Ciao, ciao. Das ist eine Urleihwand-Geschichte. Wo gehen wir rein? Ich muss noch warten. Schon die neue Fortnite-Season angezockt? Ja, Mann, ich muss wirklich sagen, ich fand die neue Fortnite-Season übelst geil. Ich weiß, viele feiern es nicht so, aber ich fand's mega geil. Also, Real Talk, ich freue mich krass drauf, morgen Fortnite zu spielen. Ich werde morgen im Stream mit Hugo, wenn er Lust hat, übertrieben reinsuchen. Die ist so trash. Ja, ich fühle schon, das ist halt eine andere, es ist anders einfach als die, also Real Talk ist einfach ein neues Game. Es fühlt sich an wie Warzone oder so. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und, boah, Digga, soll ich Dave fragen für morgen? Boah, das wäre krass. Das wäre richtig krass. Hi, was geht? Alles gut bei euch? Easy. Ich schicke kurz Miguel die Login-Daten. Währenddessen ziehe ich mich aus. Und ist das gut? Ah, wir sind gerade raus. Sind wir weg? Ja, jetzt doch. Jetzt gerade wieder da. Geht immer schnell WLAN. Ja, habe ich dir geschrieben. Das schon. Perfekt. Geil. Was geht? Alles gut bei euch? Ich muss mich kurz ausziehen, während wir hier reden, weil es ist unfassbar warm hier drin. Kevin ist auf Toilette. Das habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, weil wir kurz weg waren. Und wir sind gerade in diesem Backstage-Bereich. Hier sind wir gerade theoretisch. Da ist schon ein Standbild. Darum geht's heute. Ja, voll gut, du machst das gut. Ich mach's gut. Du machst das sehr gut, ja. Drüben sitzen die Boys, hier ist quasi so ein Vorhang und dann ist da noch ein Vorhang und dann sitzen die Boys. Und wenn Kevin wieder da ist, muss ich ultra krank auf Toilette. Und ja, das geht gerade so in meinem Leben. Was geht bei euch? Mike zeigt Füße, bitte, bitte. Schwierig. Aber die Hose wegen vorhin. Die Hose ist von Urban Outfitters. Es war echt sehr günstig. Also es war günstig für, dass es so eine geile Hose ist. Wie teuer war die? Was? Wie teuer war die? Ich glaube, ich habe mit so Studentenrabatt, nee, nicht von mir war, sondern von einem Kumpel, und so Erstkäuferrabatt, ich glaube, ich habe 55 oder 60 gezahlt. Also echt krass für so eine Hose. Okay. Hm? Okay, krass. Yes. Und sonst stehen hier gerade super viele Menschen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wollen die nicht gezeigt werden, deswegen zeigen wir sie nicht. Aber hier stehen super viele Menschen. Einer mit so einer Riesenkamera. Können wir kurz deine Kamera zeigen? Ich tue Kamera, das ist eine große Kamera. Kann ich kurz deine Kamera zeigen? Hey, das ist eine Riesenkamera. Das ist wichtig. Mike, bist du noch zu haben? Bin auch Geld 23 und ja, schreib auch Insta. Lass gucken. Hey, muss ja optisch und persönlich passen. So. Woher die Teddyjacke? Die Teddyjacke ist von... aus Mallorca. Das ist schwierig, aber die ist von Bershka aus Mallorca. Geil. Geht's wieder? Ja. Und was geht ab, ihr blöden Männer? Ihr seid alle blöd. Sorry, jetzt bin leider nur ich da. Ich möchte mich entschuldigen, dass Mike jetzt nicht da ist. Sorry, ich hoffe, ihr könnt es verkraften. Sorry, Chad, ich weiß. Scheißtag. Ja, sorry, Digga. Skip. Aber willst du mich verkabeln? Ist da. Ich habe gerade gesagt, er ist aber nicht da. Doch. Ich war kurz auf Toilette. Okay, Freunde, es geht hier gleich los in 24 Minuten. Okay, dann ran. Sollte ja noch passen. Jo. Die Mütze musst du hochmachen. Das jo. Boah, ich hoffe, Mike hat die... Ähm, ich
Ich hoffe, Mike hat... passt so. Okay. Ich hoffe, Mike hat diese Moderationskarten, die ich geschrieben habe, mitgenommen. Sonst haben wir ein sehr großes Problem. Aber Mike wird sicherlich dran gedacht haben, oder? Hier ist noch eure Spreche, deine Spreche. Jo. Es gibt eine Besonderheit. Wenn du das Programm hören willst, was passiert, dann brauchst du nur hier drücken, dann hörst du den Programmton. Nö, passt. Das ist nachher wichtig, wenn hier drauf ein Video gezeigt wird, weil das haben wir hier nicht eingespielt, sondern du hörst du dann über den Programmton. Wann wird da ein Video gezeigt? Irgendwann am Ende gibt es einen Slot, da sitzt du hier und guckst, und dann siehst du fürs Video. Okay, das wurde mir noch nicht gesagt. Na, das ist eine kleine Überraschung. Ach du Scheiße. Ja, ich würde dir sagen, tu also so, ah, geil. Okay. Ja, also so faken, das kann ich nicht. Das heißt, du kannst jedenfalls mit dem Zufall. Geh dir mal unter den Pullover. Ja, geh einfach ran. Fass mich an, wo du willst. So, Vorsicht, ja? Ist ganz viel gerade, nicht kaputt. Easy. Ich glaube schon, Mike ist gerade auf Toilette, ich glaube, der hat die. Okay. Da hast du dann deine Sachen drin. Ansonsten ballerst du durch. Ja, wir kriegen das schon hin. Du hast mich noch im Ohr, so ein paar Sachen. Ja, genau. Am Anfang lasst ihr am Anfang auf jeden Fall Zeit. Ihr habt 6 bis 8 Minuten hier. Okay. Ganz in Ruhe, was geht ab, wie geht's euch, was macht ihr so an Weihnachten, was ist dieses Jahr besonders? Ich hab die Nemeke, ne? Pass auf, Kevin, wir überlassen ja nicht dem Zufall. Mach mal. So, jetzt hast du den Ball. Dreh ich auf. Genau. Und jetzt lese ich die Zettel dann, ne? Dann kannst du die Zettel ja schon mal... Und die entweder schmeißt mir diesen Ball wieder zu oder lässt ihn einfach fallen und ich gebe ihn später auf. Easy. Oder steckst in der Tasche. Easy. Ja? Geil. Chef, reiß mal ab das Ding, wa? Wir werden es hinkriegen, Leute. Ey, normalerweise, Chat, normalerweise wäre die Lara jetzt noch hier. Aber bei der wurde alles gecancelt wegen Schnee. Jetzt mache ich die Sache hier alleine. Let's go. Hast du Wasser? Hast du mal. Bro, Mike, bitte, du musst jetzt einfach Ja sagen, okay? Hast du meine Moderationskarten? Ja. Die du richtig rum beschrieben hast und keine davon falsch rum ist. Ja, aber ey, guck mal hier, die erste Bro ist einfach falsch rum. Aber es wird niemandem auffallen. Habe ich schon so ein Ding hier im Ohr? Nee, ne? Nee. Ja, halt. Ja, dann lass das Wasser, falls du das noch haben möchtest. Nee, alles gut. Dann machen wir das mal kurz hier noch ran, oder? Nee, klar. Kannst du mir das ganz kurz hier am Po machen? Na klar. Und hier hinten so einmal durchfummeln. Durch den Pullover? Jo. Du musst ja sitzen. Also am besten würde ich... Mach vorne vielleicht? Das Ding an der Seite. Das Ding auch an der Seite. Weil ja, mach wie du willst, wa? Sonst sitzt du und das hast du im Rücken vielleicht nachher. Ey, ich vertraue dir. Mhm. Du bist mein Alter, oder was? Ja, aber nee, du sitzt ja... Ich glaube, du hast so Produktion schon öfter gemacht als ich. Weißt du? Ja, ja. Ich sag ja, das kommt nur durch den Alter. Ja. Warte mal kurz. Geil. War das Ohr, war das, oder? Ja, das hier. Das steckst du jetzt am besten selber rein. Jo, mach ich. In hier sozusagen. Eben, Moment. So, zack, hier. Schau mal, Chef. Sollte passen, oder? Komm mal gleich. Ich will das hier mal ein bisschen ver... Dass du eine ganz so schwierig hast, das ist ja doch eine Belastung. Alle gut. Wir haben Zeit, wa? Wir haben noch 20 Minuten. Zu dir hier so rumhängen haben. Wo ja. Sonst Stuff eigentlich hin? Weil hier sitzt du ja gleich. Theoretisch. Yes. Oder willst du lieber so da sitzen? Boah. Nee, warte. Okay, so, jetzt oder später? Spiel ab 18:30 meine ich. Ab 18:30 sitzt du ja hier. Guck mal, du sitzt jetzt neu. Deswegen. Ich sitz da? Irgendwie sollst du hier drin sitzen. Warte mal. So, guck mal, so. Hier sitzt einer und da sitzen drei. Was? Sitzen wir alle hier? Ja. Ich sitze hier so in der Mitte? Ja. Okay, das ist wild. Das sieht heftig unbequem aus. Aber die 5 Minuten schaffst du nicht, oder? Nicht hin, wa? Bin ja nicht aus Zucker, wa? Nee, ich denke mir schon. Wenn der Moderator werden will, der muss aber doch aushalten. Geil. Ach, herrlich, ey. Oh, Mann. Nicht aus Zucker, aber ein Süßer. Wow. Da haben wir's. Da haben wir's. Ich weiß nicht genau, wo ich meine zweiten Handschuhe hab. Ey, Chad, ist das... Oh. Yo, ich höre dich, du bist ein bisschen laut. Können wir den Kollegen hier auf dem Ohr noch ein bisschen leiser machen? Ein bisschen leiser machen? Jo. Mama. Kannst du noch mal was sagen? Sprichst du noch mal bitte? Ein bisschen leiser noch? Leiser. Dreh mal. Ja. Ja, so ist geil. Sprech mal weiter, gut, jetzt super. Sag mal was. Sprech mal nochmal bitte. Hörst du den? Ja, ist top. Das nehmen wir. Okay, danke. Super. Okay. Ich bin hetero. What the fuck? What the fuck, Mike, Alter? Das macht sich besser, ja. Mann, Junge, Alter. Würde ich mich nochmal irgendwo hier. Warte.
Ja. Ey, kommt das low, wenn ich dann, bevor wir rausgehen, kurz nochmal meine Jacke anziehe? Ich kann dich doch die ganze Zeit halten. Ich bin doch dein persönlicher Butler. Gib her. Ach Mann, Junge, Alter. Da müsste auch irgendwo der zweite Handschuh drin sein, glaube ich. Wo? In den Taschen? Ja, ich glaube. Warte, ich möchte mal hier. Ja, irgendwo müsste hier mein zweiter Handschuh sein, ansonsten habe ich den jetzt schon verloren. Oh nein. Du hast ihn verloren. Ich habe jetzt schon den zweiten Handschuh verloren. Was? Wir haben die gerade gekauft. Also draußen oder im Auto? Nee, verloren. Der ist weg. Hast du den schon im Auto gesehen? Der ist wahrscheinlich gut? Im Riesenrad. Da vorne, ja, Bike, aber zufälligerweise da war. Ah, okay. Hast du ihn da drin gelassen? Ich habe meine Handschuhe verloren. Im Auto? Ich weiß nicht. Ist das nicht hier drin? Ich habe es nicht gefunden, aber vielleicht hast du eine geheime Geheimtasche, die ich nicht gesehen habe. Oh mein Gott, was bin ich für ein Opfer, Alter. Hast du heute gerade geguckt, oder? Weil er gerade vorhin. Ja, gewesen, weil er mich nicht, weil er sonst... Ja. In deiner Tasche irgendwo? Auf Toilette? Ich guck mal auf Toilette, ja, ich guck mal auf Toilette. Man macht mich wirklich geisteskrank fertig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, was mache ich mit meiner Jacke? Ich kann ja nicht so richtig low wieder reinlaufen. Ja, natürlich muss ich ihm die geben. Naja, aber es ist richtig süß hier. Ich würde gerne die ganzen Leute zeigen. Kann ich mir dich kurz zeigen, weil ich die Kamera geil finde? Guckt euch diese Kamera an. Der muss den ganzen Abend damit rumlaufen und Kevin verfolgen. Kamera, eigentlich kann ich gar nicht so viel. Retalk, ich hab's verloren. Gib den anderen, damit ich den ja auch verloren. Mann, das ist so peinlich. 25 Euro. Ich habe gerade 25 Euro von deinem Geld dafür ausgegeben. Das ist so peinlich, wie ist das passiert? Wann habe ich das verloren, Digga? Der liegt in der Gondel vom Riesenrad, meint ihr? Scheiße, kann sein. Kabel am... Also die Leute meinen irgendwas mit Kabel am Ohr. Ich weiß nicht genau, was gemeint ist. Also ja, ich hab so einen Stecker im Ohr. Dass es vielleicht mehr unter dem Ohr rumgeht vielleicht? Oder das hängt da so? Das muss, glaube ich, da... Oder? Ich bin so selbstständig. Mann, Leute, als ob ich noch nie was verloren habe. Ich sehe aus wie so Security hier, so Türsteher-mäßige Nummer hier. Ach so, ja, ich check das. Was check, die meinen ja, genau. So. So jetzt, oder? Willst du da irgendwas reinstecken, oder? Das Wasser. Selter, willst du mich vergiften, oder was? Dann trinke ich das, hä? Wofür bezahle ich dich, Mann? Nein, Spaß. Ich wollte einfach nur irgendeine Scheiße labern. Einfach Bergheim, Retalk. Ich habe mal meine Jungfräulichkeit verloren. Boah, das war hart. Willst du schon mal ein kleines Sneak Peek draußen machen? Ja, können wir machen. Willst du denn, ja? Obwohl, nee, die Show geht gleich los. Ich glaube, wir hosten langsam rüber, Freunde. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Viel Spaß bei der Show gleich. Kritisiert mich als Moderator nicht zu arg. Und yes, also wir hosten euch auf den AmazonMusic.de-Channel. Kommt gerne vorbei, wäre geil. Ansonsten sehen wir uns ganz normal morgen wieder bei mir. Kannst du mir kurz mein Handy geben? Oder warte mal, ich glaube, ich bin hier auch actually eingeloggt. Ey, guck mal, Kajo hat dieses Handy eingerichtet. Was ist das hier, Bro? Wer ist er? Kannst du kurz mal das Wasser halten, Bro? Ja, klar. Noch irgendwas? Deine Mütze? Alright, Freunde. In dem Sinne. Machen wir mal Raid, Amazon. Okay, es sollte funktioniert haben. Schaut mal. Okay, in dem Sinne. Oh, 7. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Freunde. Macht's gut, Freunde. Ich wünsche euch einen wundervollen. Tschaußen.